Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Factory 3. Wir wollten uns ja mit Ender IO dieses Mal beschaffen. Lull, warum habe ich hier so viel... Ja, egal. Mit Ender IO beschaffen. Aber vorher hätte ich gern jetzt endlich diese wunderschöne Rüstung von Botania. Und ich will versuchen, die heute herzustellen. Dazu brauchen wir natürlich noch ein bisschen was. Und zwar das da. 10 Stück. Hier haben wir 12. Läuft. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hallo, wo ist die Rüstung? Hier unten. Wir brauchen davon ein paar. Das ist ja kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weil es 4 Rüstungsteile sind, denke ich mal. Ja. Dann ein paar Runen. Für die Schuhe brauchen wir die Rune des Winters. Für die Hose Rune of Autumn. Für die Chestplate die Rune des Sommers. Und dann ist bestimmt die Spring Rune im Helm. Sage ich ja. Dann brauchen wir die blaue Rüstung. Die wird ganz normal gecraftet. Die stellen wir jetzt auch her. Hose, Helm, Schuhe und die Chestplate. So. Und brauchen wir noch irgendwas? Ja. Terrastil. Da haben wir's. Was fehlt? Hallo? Hab ich doch alles. Das? Wieso habe ich die Rune des Wassers hier drin, wenn ich diese Rune brauche? Ach, Eik. So. 1. 2. 3. Und Nummer 4. Das gefällt mir. So. 1, 2, 3, 4. Ja gut. Irgendwie ist der Helm... Irgendwie sind die Helme falsch rum draus, sehe ich gerade. Wie sehe ich denn von hinten aus? Ja. Das fällt mir jetzt erst auf, dass die Helme alle falsch rum drauf sind. Außer bei der Mana-Rune. Oder muss das so sein? Das will ich jetzt testen. Nee, das muss... Ernsthaft? So muss das sein? Ist ja eklig. Hier. Egal, die werden wir sowieso nicht anziehen. Habe ich noch was im Inventar davon? Nein, dann können wir das hier auch erstmal zur Seite legen. Und es geht mit Ender IO los, würde ich sagen. Denn ich will später die Insel noch ein bisschen verfeinern. Das heißt, wir brauchen ein paar Energy Cable, denn die Maschinen brauchen Strom. Und die Energy Cable finde ich... Ich nicht. Ja, das sind die richtigen. Als erstes möchte ich gerne haben... Ja, nein.
Wir fangen mit dem Soulbinder an. Okay. 2, 3 Stück, okay. Solarium fehlt uns gerade. Das ist das hier. Wie viel brauche ich davon, um... Achte. Wo ist mein Wachstumsring? Da ist er. Hier. Können wir den Rest hier eigentlich auch gleich mal einsammeln. Wenn wir schon einmal dabei sind. So, eingesammelt haben wir alles. Ich brauche insgesamt 4 Stück, also ich glaube noch ein paar mehr von den Dingern hier. So. Achte und 4 sind 12. 16 brauche ich insgesamt. Also noch 4. Dann müsste ich den Soulbinder auf jeden Fall schon mal machen können. 2, 3, 4. So, das alles rein. Und das hier einmal herstellen. Und jetzt kommt der Soulbinder. Und wir tun auch gleich noch das... Ach, da brauchen wir ja noch mehr. Ja, eine Eisenaxt werden wir noch benötigen. So. Und wieder Solarium. Wo ist jetzt mein Ring hingewandert? Da ist er. Nein, das war falsch. Das da. So, da brauchen wir nochmal 8 Stück. Komm. 1, 2, 3. Komm, der ist gleich leer. 4, 5, 6. Komm, mach hin hier. 7, 8. Kann der erstmal wieder da rein. Oh, das reicht aber hinten und vorne. Okay, dann müssen wir uns jetzt die Trash Can holen. Ach, nicht die Watering Can. Die haben wir hier. Die haben wir ja aus dem Lootbag bekommen, den wir geöffnet haben. Wachset meine Pflänzchen, kommt. Ich brauche noch 5 Stück. Na komm. Komm. Wir werden uns ja auch irgendwo an der Insel noch eine Vorrichtung bauen für Wither-Skelette. Für Wither. Denn wir brauchen noch ein paar Köpfe. Beziehungsweise Nether Stars. Die wollen wir uns ja auch noch besorgen. Fünf, 3 Stück noch kommen. 2 Stück noch. So, der Ring ist leer. 2 Stück brauchen wir noch. 1 noch. So. Das war falsch. So. Dann können wir uns den Slice and Spice herstellen.
wenn ich eine ganze Schere hätte. Wenn ich eine ganze Schere hätte. Bitte was? Wie viel habe ich? 25,9k. Ja, gut. Und da haben wir das Gerät. Das kommt jetzt erstmal alles hier runter. Oh lol, ernsthaft? Naja, egal. Raus mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Du kommst auch erst einmal weg, denn wir legen die Kabel woanders lang. Und zwar hier. Wir gehen bis dahin und dann gehen wir hier runter. Läuft. Beziehungsweise wir bauen die eins höher. Dann haben wir drunter noch Platz für eine Truhe. Eins, zwei, drei, vier, fünf machen wir erst einmal. So, das. Das Zeckmüll und Alois Smelter. Nein! Ha! Mein neues Schwert ist unaufhaltsam. Da hinten. Ich brauche meine Ranch. Da ist sie. Jetzt sag mal, weil das hier drinnen immer am Wandern ist, ja. Egal. So und so. Das da weg. Alois Smelter. So. Insert. Extract an. Extract an. Jetzt holen wir uns noch eine Chest. Ach, da haben wir, kriegen wir durch die Mopfer mehr als genug. So, das kann man so ja verbinden, das ist egal. Insert. Hier. Ich lasse jetzt mal einfach hier eins frei. Sicher ist sicher. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch von Ender.io. Was braucht man noch unbedingt für Maschinen? Eigentlich gar nichts mehr. Ein Crafter braucht man nicht. Burns Liquid Fuel to Generate Power. Nein, das braucht man auf jeden Fall nicht. Der Alloy Smelter Hammer. Sterling Generator braucht man nicht. Was ist das? Das Segmel Hammer. Der Vet used to be Ender.io Fluids. Braucht man nicht. Die Farming Station könnte man bauen. Braucht man nicht unbedingt. Dating Device. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir bauen uns den Enchanter hier noch. Braucht der Strom? Wisst ihr das? Nö. Dann habe ich doch schon den perfekten Platz für das Teil. Und zwar da. Hä? So. Läuft. Den Hammer. Hier einmal aufladen, bitte. Wie sieht es hier drin aus? Ja, gut. So, das kann da rein, die kann wieder da rein. Brauchen wir noch irgendwas? Ich bin jetzt am Überlegen. Brauchen wir noch was? Den Painter. Genau. Telepad Block. Nein. Power Buffer. Painting Machine. Haha. Und die braucht auch Strom. Das weiß ich.
30. So. Und obwohl. Den machen wir hier hinten dran. So. Und so. Das kann man einsammeln. Das muss sowieso hier dann alles wieder weg. Das kriegt einen extra kleinen Raum, denke ich mal. Dann haben wir jetzt von Ender Egg. Oh, auf jeden Fall alles. Wir gucken mal, denn hier gab es da so ganz wunderbares Obsidian. Dark Steel Dingsbums. 2, 3, 4. Obsidian Hammer. Ja. Ja. Und das kann man nicht irgendwie so kriegen. Das kann man nur craften. Ernsthaft? Ach nein, Kohle, Eisen und Obsidian. Obsidian, Eisen, Kohle. Als erstes wird natürlich die Kohle gesegmelt. So, der Alloy-Smelter wird erst einmal ausgeschalten. Dann brauchen wir da oben auf jeden Fall auch noch Chests. Jetzt ist das Problem, ich brauche Einzelkisten. Wirklich Einzelkisten und keine, die zusammenpassen. Das heißt, wir versuchen jetzt mal hier draus welche zu machen. Ich hoffe, dieser Mod ist drauf. Nein, es gibt, da kommen ganz normale Kisten. Shit. Trap Chest. Nein. Ach, das ist halt jetzt so richtig mies gerade. Jetzt muss ich halt wirklich die Iron Chests nehmen. Das ist ärgerlich, aber wir haben ja mehr als genug Eisen da, dass wir uns ein paar machen können. So. Achso, und wir brauchen die Item Conduits. Da drauf und da drauf. Das in der Mitte weg. Ey. So, so und so. Noch schnell einstellen hier. Insert. Extract. Natürlich braucht das jetzt hier ein Weilchen, weil. Apropos. Ach, das ist noch da drinnen. Genau. Basic Kapazität da. Da werden wir uns noch ein paar geupgraden. Bleibst du mal bei mir. Kapazität. Kapazität da. Da werden wir uns solche hier erstmal noch herstellen. 4 Stück und dann diese hier. Oh, dann können wir nicht die Maschinen damit füttern. So, und das geht jetzt viel schneller. Und da kommt einer rein. So, und den Rest machen wir aber in der nächsten Folge.